Hello and welcome. Today I'm going to draw a horse for my little cousin and I promised her to make her a video in German. So to everyone who ever wanted to know how that sounds, good luck. Also, heute male ich ein Pferd, weil ich das versprochen habe, wie gerade gesagt. Und, ja, der Fokus ist gerade ein bisschen blöd. Ich habe da jetzt einfach einen Bleistift genommen, einen etwas größeren Druckbleistift, aber man kann es wirklich mit allem machen. Und das Sketchbook ist, ich glaube, Stillman and Burn, das habe ich damals in Köpenhauen gekauft. Also ich fange einfach mal an mit einem Kreis. Und das ist der Brustkorb vom Pferd. Dann noch einen zweiten Kreis dahinter. Es ist ein bisschen schwierig abzuschätzen, wie weit die auseinander gehören. Meine Pferde sind immer ein bisschen zu kurz oder zu lang. Der hintere Teil, das ist dann das Becken vom Pferd. Das gehört auch ein bisschen kleiner, aber ich denke, ich habe das jetzt circa da. Und ja, ich habe da oben einen Bildschirm, wo ich ein Pferd zeichnen kann. Ich weiß nicht, wie man ein Pferd aus dem Gedächtnis zeichnet. Okay, also hier ist dann der Kopf. Oder halt nicht der ganze Kopf, nur der obere Teil. Es kommt dann auch die Schnauze hin. Aber das ist sozusagen, was man mal aufbauen kann als Grundgerüst. Es hat dann auch einen eher gebogenen Hals. Ich weiß, das sieht jetzt im Moment ein bisschen komisch aus, aber ich mag das. Es wird dann noch annähernd pferdeförmig, hoffe ich zumindest. Also ich zeichne ja eher Katzen. Das ist halt jetzt der Körper und der Hals. Entschuldigung. Und die haben dann noch so eine lange Schnauze dran. Oder wie man das bei Pferden halt nennt. Ah, es ist fast eine Spur zu lang. Ja, das ist das Gute, wenn man einen Bleistift hat, dann kann man das auch immer schnell wieder wegradieren. Ja, also man kann sich da wahrscheinlich auch noch so einen Kreis hinzeichnen als Hilfslinie, aber braucht man eigentlich nicht. Also ich zeichne jetzt einfach mal die Ohren. Pferde haben relativ lange, spitze Ohren. Und kleine Augen. Ja, also das Auge wird dann hoffentlich auch noch besser. So. Das sind die. Ist das Nüstern? Die Nasenlöcher halt. Und den Mund. Es hat auch ziemlich starke Wangenknochen, also da hinten, da kann man ruhig noch ein bisschen fester die Linie zeichnen. Und ich glaube, ich mache jetzt mal die Beine. Es wird übrigens ein laufendes Pferd, ein galoppierendes. Also die Mähne und der Schweif und so, das kommt erst. Ich freue mich schon, die Untertitel abzutippen. Juhu! Okay, also Pferde haben ja ein bisschen andere Füße als Menschen, natürlich. Sind ja auch keine Menschen. Aber das hier ist sozusagen der Ellbogen und das ist die Schulter. Also das ist wie bei uns. Aber sie gehen auf den Zehen. Also ihr müsst euch vorstellen, das ist eigentlich die ganze Hand. Also die Anatomie ist dann schon
um einiges verändert. Die gehen immer auf ihren Zehenspitzen und das Ganze, was da noch dranhängt, von hier bis hier, das ist alles nur mehr die, sozusagen die Handknochen. Ah, ich glaube, die Beine sind eine Spur zu kurz. Ich weiß es nicht. Ich habe überhaupt kein Gefühl für Pferde. Es sieht ungefähr wie ein Pferd aus. Ich denke, wenn ich vorher ein bisschen geübt hätte, hätte es wahrscheinlich auch ein bisschen pferdiger ausgesehen. Ja, und ganz, ganz unten, also beim Frist, ich glaube, es heißt Frist, da haben sie dann noch ziemlich schmale. Okay, nein, das sieht nicht natürlich aus. Ich mache das nochmal. Das ist ein Teil bei Pferden, Pferdebeinen, der sehr schmal zusammenläuft. Das muss man dann halt auch beim Zeichnen beachten, weil wenn man das zu gerade macht, wenn man da keine Kurve reinzeichnet, schaut es ein bisschen unnatürlich aus. So, und das Bein streckt es dann so weg. Manchmal sieht man auch, dass sich Leute so Hilfslinien zeichnen, aber ja, ich finde, das ist praktisch, wenn man Menschen zeichnet, aber das zahlt sich eigentlich nur aus, wenn man das wirklich oft macht und circa weiß, wofür die Hilfslinien sind. Aber da ich eben keine Pferdezeichnerin bin, in der Regel male ich mir auch nicht wirklich Hilfslinien. Also diese Kreise sind schon das höchste der Gefühle. Okay, mit seinem. Ja, der Kopf ist zu groß. Ich mal den nochmal. Ich mal einfach den ganzen Kopf nochmal. Ah, das ist okay. Ich habe einen Bleistift und ich kann das wegradieren. Die Ohren nochmal. Immer wenn man etwas zeichnet, das ist auch ein Fehler, den ich eigentlich sehr oft mache, wenn man das Bild immer nur von der Nähe sieht, dann erkennt man meistens nicht, wenn man einen Fehler gemacht hat, beziehungsweise wenn Teile zu groß oder zu klein sind. Und da hilft es dann meistens, sich einfach das Ganze von fern anzusehen. Also ihr seht es jetzt nur am Bildschirm, am Handy, da ist natürlich alles oben, aber wenn ich jetzt mein Gesicht nah dran hätte, würde ich vielleicht nur den Kopf auf einmal sehen oder nur die Beine und dann macht man schneller mal Proportionsfehler. Okay, also das passt jetzt ungefähr, dann kommt da noch die Mähne dran. Die weht dann natürlich schön im Wind, weil das Pferd gerade läuft. Und dann noch den Schweif. Ne, der ist ein bisschen weiter unten. So. Es ist halt die Verlängerung der Wirbelsäule, die würde dann circa hier verlaufen. Okay, und das ist jetzt circa mal die Skizze. Ich weiß, es ist kein absolut perfektes Pferd, aber ja, das habe ich auch nicht wirklich erwartet. Und jetzt kann man dann noch mit irgendeinem Fineliner oder einer Füllfeder oder einem Kugelschreiber drüber gehen und die Linien, die man haben will, nachziehen. Und wenn das trocken ist, kann man den Rest wegradieren und dann hat man eine schöne Zeichnung. Das hier ist ein. Ja, es heißt Art Pen von Rotring, aber es ist wie jeder Feinliner, nur dass es halt aussieht wie eine Füllfeder. Ich habe meine eigene Tinte reingegeben. Also am Papier sieht es dann auch nicht so anders aus.
Wenn man das Ganze dann noch anmalen will mit Aquarellfarben zum Beispiel, muss man halt auch darauf achten, dass das Papier das richtige ist. Also auf dem hier könnte ich wahrscheinlich ein bisschen mit Wasser drüber gehen, aber Druckerpapier rollt sich dann auf. Das wäre ein bisschen schade um die Zeichnung. Man kann auch das übertragen auf ein anderes Papier. Dann hat man zwei Pferde. Kopiert das einfach. Ja, meine Stimme ist heute ein bisschen. Ich male jetzt eigentlich nur ungefähr danach, wo ich mit dem Bleistift vorher war. Natürlich male ich nicht jede Linie nach, also die Hilfslinien, die ich da vorher hatte, die lasse ich weg. Das hat ein echtes Pferd auch keine Kreise mitten im Körper. Und je nachdem, welche Pferderasse es ist, kann man, glaube ich, auch, manche Pferde haben etwas längere Haare oder mehr Muskeln, da kann man dann auch noch extra Linien machen. Also wenn es so zottelig ist, kann man auch so Striche machen. Na, das ist, glaube ich, ein sehr glattes Pferd mit kurzem Fell. Ich finde irgendwie, es hat ein bisschen kurze Hinterbeine, es sind Stümmelbeinchen. Ja, bin dann eigentlich eh schon fast fertig. Naja, ich halte meine Stifte immer viel zu weit unten. Und dann werden meine Finger dreckig. Also bei Buntstiften wäre das egal, aber ja, sieht halt jetzt nicht so schön aus. Na egal. Kann ich ja wieder abwaschen. Ja. Noch den Schweif. Der schaut, glaube ich, auch ein bisschen unterschiedlich aus, je nachdem, was das für ein Pferd ist. Vielleicht gehört er auch länger. Ich würde halt empfehlen, wenn man ein Tier zeichnet, vor allem eines, das man nicht wirklich oft zeichnet, dass man sich aus einem Buch oder aus dem Internet Referenzen raussucht, die man abzeichnen kann. Dann wird das natürlich immer viel schöner und die Gefahr, dass man dann irgendwo einen Fehler macht oder was zu kurz oder zu lang zeichnet, ist dann auch nicht mehr da. Ja, okay, das ist, ich glaube, ungefähr ein Pferd. Ich lasse das jetzt trocknen und drücke kurz auf Pause und dann gehe ich gleich wieder an und radiere das weg. Okay, gut, das sollte jetzt alles trocken sein und jetzt radiere ich das noch schnell weg. Jetzt bleiben da nur schöne schwarze Linien übrig. Den Bleistift sieht man nicht mehr. Braucht nur ein bisschen Kraft auf dem Papier, aber das hält doch was aus. Ja, und das war's eigentlich. Ja, das ist ein einigermaßen pferdiges Pferd. Der Hintern ist ein bisschen klein geworden. Aber ansonsten, ich hoffe, es passt so. Danke fürs Zuschauen. Und wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, schreibt mir das einfach. Also ihr könnt es auch auf Englisch schreiben, natürlich. Das war halt jetzt mal Anja auf Deutsch. Na gut, ja. Viel Spaß noch. Schönen Tag. Tschüss.